Ja, ein herzliches Hallo, liebe Freunde des Fantastischen und Unerklärlichen. Heute ist Freitag und in genau 7 Tagen geht ja die Welt unter, sagen die Medien. Und dazu habe ich vorgestern eine MMS bzw. eine WhatsApp-Nachricht gekriegt von Däniken aus der Schweiz, aus seinem Büro. Irgendwie rennt die Presse ihm zurzeit, dem Sekretariat Däniken in der Schweiz, die Bude ein. Jeder will nochmal ein Interview mit dem Kollegen Erich von Däniken zum 21. Dezember 2012 haben. Was vom Maya-Kalender und diesem ganzen Weltuntergangshype und Blödsinn zu halten ist. Ihr kennt sicher mein Video, wo ich erkläre, wie dieser Hype eigentlich entstanden ist, vor allen Dingen auch hier in Deutschland und in den USA. Und meine vielen Blogbeiträge unter fischingeronline.net. Und da wollte ich euch mal darauf hinweisen, ich habe da ein Video kommentiert, was hier bei YouTube zu sehen ist, in dem der von mir sehr geschätzte Professor Harald Lesch gefragt wird von einer Studentin bei einer Vorlesung, was er denn von den Weltuntergangstheorien des Erich von Däniken hält. Und da lässt sich dann der Professor Lesch ein bisschen dazu aus. Da werde ich hier unten drunter einen Link stellen, denn was der Professor Lesch da sagt und was die mit dem Weltuntergang und so die Studentin da fragt und so, das ist alles rundum Blödsinn und wird dem Däniken nur in den Mund gelegt. Ich habe hier die Zeitschrift Sagenhafte Zeiten und zwar die Ausgabe 1/2000. Das ist also die erste Ausgabe nach dem letzten Weltuntergang 1999, ne? Ihr wisst schon. In Sagenhafte Zeiten, das ist die Zeitschrift der AAS, der Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI, schreiben immer die unterschiedlichsten Leute ein Vorwort, ein Editorial. Ulrich Dupatka zum Beispiel oder eben Erich von Däniken. Und der hat hier auch ein Vorwort geschrieben. Ein Editorial auf Seite 2 und schon vor über 12 Jahren, also fast 13 Jahre her, im Januar, schreibt er ganz klar, dass im Jahre 2012 laut einer alten Überlieferung die Götter der Maya wieder zur Erde kommen sollen und dass auf die Jahresangabe oder auch auf den 21. Dezember 2012 überhaupt kein Verlass ist. Praktisch, man weiß es nicht, ob der Kalender richtig umgerechnet ist und solche Dinge. Das hat er vor etwa 13 Jahren geschrieben und dennoch wird in vielen Berichten und all solchen Dingen dem Kollegen Däniken immer wieder so Weltuntergangsquatsch in den Mund gelegt. Das ist völliger Blödsinn. Er glaubt anhand einer mexikanischen Inschrift, dass eben ein Gott am Ende des Zyklus des 13. Baktum vom Himmel steigen wird. Das habe ich ja hier in meinem Buch Die Akte 2012 umfangreich dargelegt. Ich blende mal von der Inschrift hier ein Bild auch ein. Und sonst nichts. Mit dem ganzen Weltuntergang hat er nichts zu tun. Trotzdem rennen in der Zeit die Medien die Bude ein, damit er mal ein schönes Interview dazu gibt. Er hat allerdings auf der Homepage der AAS, jetzt kürzlich habe ich es gesehen, es ist übrigens eine neue Homepage, neu gestaltet, ein Statement abgegeben. Ihr findet die Homepage unter www.sagenhaftezeiten.com. Dort findet ihr einen Text von Erich von Däniken, in dem er auch nochmal Klarstellung zum Weltuntergangsblödsinn bezieht. Ihr seht hier im Hintergrund den Maya-Kalender. Auch das regt mich seit Jahren auf. Überall wird die Sonnenscheibe der Azteken, die im heutigen Mexico City ausgegraben wurde, die ist fast 4 Meter im Durchmesser, überall wird diese Sonnenscheibe als Kalender der Maya wiedergegeben und abgebildet und abgedruckt in den Medien. Das ist auch völliger Blödsinn. Die Azteken sind eine spätere Kultur, die Maya gab es vorher und das ist eben nicht der Maya-Kalender. Auch das habe ich seit Jahren immer wieder dargelegt und berichtet, aber in 8 Tagen ist der ganze Quatsch vorbei, dann warten wir auf den nächsten Weltuntergang oder beziehungsweise wir warten auf den Weihnachtsmann. Da habe ich diese Woche für Mario Barth gehört zum Thema Weltuntergang, ich glaube auf ZDF irgendwann nachts.
Da gab er ein Statement, aber er sagte, einige Männer werden wohl einen Weltuntergang erleben, denn sie werden ordentlich feiern gehen und einen trinken, denn es ist ja der letzte Tag in ihrem Leben am 21. Dezember. Dann wachen sie irgendwann am 22. nachmittags auf und merken, oh, so sagte Mario Barth, die Welt ist doch nicht untergegangen. Und dann müssen sie mit ihrem dicken Kopf, weil sie zu viel gefeiert haben, dann nachmittags am 22. Dezember, wenn die Geschäfte noch los haben, eben das Geschenk für Heiligabend kaufen. Naja, sagt Mario Barth. So, wie dem auch sei. Falls wir uns nicht mehr sehen, ihr Lieben, ich wünsche euch ein frohes Fest, einen schönen Weltuntergang. Feiert ihn gut, feiert Weihnachten auch gut mit euren Lieben. Und damit sehen wir uns spätestens nach Weihnachten wieder. Aber ich denke schon nächste Woche. Damit tschüss.